wir kommen alle aus der Wirtschaft, wir wissen bewusst, dass wir reden. Wir haben alle mit eigener Hände Arbeit unser Geld verdient, unseren Wohlstand aufgebaut, das Häusl abgezahlt damit, Kinder gekriegt, du schon Enkelkinder. Wir sind doch nicht dumm. Wir haben alle irgendwann einmal jetzt da. Und wir wissen bewusst, dass wir reden. Es ist immer so komisch, wenn dann, wenn's du so grüne, junge Damen am Pult siehst und die haben keinerlei Erfahrung in Sachen Wirtschaft, die haben keinerlei Erfahrung in einem Berufsleben, die haben noch niemals selber irgendwelche Krisen durchstanden, finanziell, beruflich und so weiter. Und wir, weil wir wirklich ein Leben hinter uns haben, wir haben ja alle relativ spät in die Politik gekommen, jeder hat, was der Bro gesagt hat, schon vieles geleistet. Ich habe selber 44 Berufsjahre hinter mir. Man sieht das alles in einem ganz anderen Licht und mit dem halt diesen jungen Leuten, die da ideologisiert von der Schule kommen, nicht die Deutungshoheit überlassen. Und das meinen einfach die Leute merken, dass die uns nicht gut tun. Ja, servus Stefan, habadere. Habadere. Herzlich willkommen zu unserem vierten Video, wo wir miteinander dran. Ja. Wir haben eine ganz interessante Woche hinter uns. Ich darf's glauben. Volle Tagesordnung am Montag und auf einmal war es vorbei mit der Tagesordnung und die Schwarzen haben ja alles von der Tagesordnung genommen, weil die Chance bestehen können, dass mit ihrem Antrag durchkommen, weil sie haben immer damit gerechnet, dass der Antrag abgelehnt wird, weil sie ja die Regierungsmehrheit gegen sich haben. Und jetzt hat man bei der FDP nicht so genau gewusst, jetzt wenn diesen Kernenergieausstiegs aus zustimmen, dann kann das passieren, dass mit der AfD zusammen einen Antrag durchbringen und ja. Das wollten sie auch wieder nicht. Also man sieht halt einfach, dass die überhaupt nicht interessiert sind am Vorankommen, an unserem Wohlstand und unserem Volks, sondern bloß auf ihr eigenes, auf ihren eigenen Geldbeutel schauen. Also lustig erzählt, wir waren ja im Ausschuss, wir haben da am Freitag kriegen wir immer Tagesordnung für den Ausschuss, der am Mittwoch stattfindet. Wie gesagt, wir haben immer so 18, 20 Punkte drauf. Der war wie immer, gut, waren zwar gerade 16, weil nicht mehr ganz so viel, man hat schon gemerkt, dass es ein wenig nachlässt. Aber da waren halt auch Sachen drauf, die mir zugestimmt hätten, natürlich von der CDU-CSU, Landwirtschaft, da hätten wir ja sehr viele Überschneidungspunkte, zumindest was die CDU immer so vorgibt, was da möchte. Und die ist ja so zusammengestrichen worden, gegen unsere Stimmen, wir waren die einzigen, die dagegen gestimmt haben, alle anderen, Linke, BSW haben wir nicht drin, CDU-CSU, FDP, Grüne, und die SPD haben die ganze Tagesordnung zusammengestrichen, bis auf einen einzigen Punkt. Und was war der einzige Punkt? Beantragt von der CDU-CSU, Befragung vom Minister, wie es jetzt denn für die Landwirte weitergeht, wenn die Regierung nicht mehr handlungsfähig ist. Ich habe dann leider, jeder hat 2,5 Minuten Redezeit bei uns, ich habe dann leider nicht den Minister angegriffen oder den Minister gefragt, sondern ich habe CDU-CSU angegriffen. So wie blöd, dass die haben. Da waren Anträge dabei, wo die Landwirte gut tun, hätten wir zum Beispiel die Dieselrückerstattung wieder einführen, also nicht schrittweise zurückfahren, sondern beibehalten. Natürlich war dem zugestimmt von diesmal, weil wir haben die Anträge schon gestellt, die FDP hat zustimmen und CDU-CSU hätte den Antrag gestellt. Aber nein, das haben sie von der Tagesordnung genommen, weil, wie du schon sagst, die hätten ja Angst, dass es durchgeht. Und jetzt sage ich dir eins, zuerst waren sie in der Regierung, haben sie es nicht gemacht. Jetzt haben wir 3 Jahre Dampe gehabt, da schreien sie und werken uns an, mit dem alles für die Landwirte, also ich weiß nicht, du bist in einem anderen Ausschuss, aber in meinem Ausschuss, mit dem alles für die Landwirte, super, und das kämpft man, da kämpft man. Und jetzt, wo sie die Möglichkeit hätten zum Ändern, deren sie es nicht. Und in der nächsten Legislatur koalieren sie dann vielleicht mit Grünen oder mit der SPD. Und dann können sie sagen, ja, wir können es ja nicht umsetzen, aufgrund unseres Koalitionspartners, wir taten es zwar natürlich, aber da unser Koalitionspartner, die SPD oder die Grünen, nicht mitspielen. Ich weiß nicht, habt ihr überhaupt Ausschusssitzung gehabt? Ja, wir haben einen Petitionsausschuss gehabt und da war es ähnlich. Also zuerst wollte ja die CDU-CSU den ganzen Ausschuss praktisch abblasen, haben dann mal eine Rede gehalten, dass das also jetzt momentan so schwierige Zeiten sind und da kann man jetzt nicht einen Ausschuss halten. Dann hat sie aber, wir haben es gemerkt, dass wir keine Mehrheit haben, weil wir von der AfD wollten ja unbedingt den Ausschuss durchziehen. Ja. Und dann haben sie drauf gekommen, man kann diese ganzen Petitionen alle schämen. Dass also nicht zwar von der Tagesordnung genommen werden, aber bei nächster Gelegenheit praktisch wieder geredet wird mit einer Sondersitzung, die aber dann ewig lang dauern wird, weil wir ja dann eine neue Petition dazukommen. Da hat sich dann tatsächlich die Mehrheit gefunden, wir haben uns dann der Stimme enthalten. Aber da sieht man schon, da geht es ja nicht um irgendwelche Gesetze.
oder irgendwo, sondern geht es um Einzelpersonen. Es geht um Leute, die eine Petition machen, weil ihnen irgendwo vermeintlich Unrecht geschehen ist. Ja, und sich einfach an den Ausschuss, an den Bundestag wenden. Und nicht einmal da ist man in der Lage, eine vernünftige Sitzung abzuhalten, weil man irgendwo meint, es verschiebt sich irgendwas. Und da hat man momentan so viel Angst. Und wenn du siehst im Plenum, man hat ja nur angeschrieben bei uns. Man hat jetzt die ganzen Gesetze von der, hat die CDU-CSU so angeschrieben, hat es dann im Bundestag eingebracht, weil sie die Septemberwahl im auch gehabt haben. Ja, ja, klar. Und gesagt, jetzt nehmen wir schön schauen, jetzt schreiben wir bei der AfD an, weil es kann uns ja nichts passieren. Wir wollen zwar keine Kernenergie-Miner haben oder auch keinen Verbrenner-Miner haben, aber mit denen jetzt so, wie wir einen haben wollten, damit die Leute uns wollen. Und jetzt kommt dummerweise, da passiert der Fehler, dass wir jetzt eine Wahl frei haben, die FDP steigt aus, die Gefahr besteht, der Antrag geht durch. Ja. Und jetzt müssen auf einmal, kann man auf einmal aussehen, dass die CDU-CSU als Verbrenner aus anschafft und den Kernenergieausstieg anschafft, und das ist ja für die super GAU. Ja klar, weil sie haben es ja in Brüssel angeschafft mit von der Leyen, also das geht ja von Brüssel, von der CDU-CSU ja, aus, ja. Aber weil ich gesagt habe, das wird schon auf den nächsten, auf die nächstmögliche Sitzung, also ich habe heute so Flurfunk gehört, dass wir nur noch 2 Sitzungstage haben, eigentlich sollte man nur 3 Sitzungswochen haben dieses Jahr, aber mir hat einer so ein Vögelchen gezwitschert, dass wir angeblich nur noch 2 Sitzungstage haben. Und zwar angeblich am 4. Dezember und am 16. Dezember. Am 16. Dezember soll ich also eine Vertrauensfrage stellen. Ja. Und am 4. Dezember sollten wohl noch mehr Ausschüsse stattfinden. Gut, dann müssen es vielleicht 3 Tage sein, Montag, Dienstag, Mittwoch oder irgendwie so. Aber mehr sollte man angeblich nicht mehr haben. Weiß nicht, hast du schon irgendwas gehört, ob man weg im Ausschuss? Also mein Ausschuss hat auch nichts gesagt. Unser Ausschussvorsitzender hat nur gesagt, als CDU, er weiß nicht, wie es weitergeht. Also direkt habe ich nichts gehört, aber es war schon immer so im Flurfunk zu hören, dass halt einfach die Tagesordnung dann zusammengestrichen werden, radikal zusammengestrichen werden und dann natürlich dann ging er Sitzungstage drauf. Also es ist einfach eine absurde Geschichte, was momentan passiert. Man kann sich das einfach nicht vorstellen. Die CDU-CSU ist so verloren. Die ist so verloren. Ich sage es jetzt nur mal, man muss einfach wiederholen, die kupfern unsere Anträge an und waren in der Hoffnung, dass sie beim Wählerschein dastehen, waren sie aber sicher, dass nichts durchkommt, weil die Regierungsmehrheit das alles ablehnt und jetzt besteht die Chance, dass das durchkommt und jetzt kommt es drauf, das Allerschlimmste ist ja mit der AfD. Ja, ja. Und das darf ja überhaupt nicht passieren. Oder der Merz irgendwo in der Rede gesagt, im Spiegel- oder Stern-Interview, Spiegel- oder Stern-Interview hat er ja gesagt, also unklare Mehrheiten mit der AfD oder mit der Linken, das will er nicht. Entschuldigung, ist er Kaiser, ist er Gott, ist er was ist er? Wir haben immer nur Demokratie und der Wähler hat vor 3 Jahren oder vor 3,5 Jahren so gewählt und wenn sie jetzt die Mehrheiten im Plenum ändern, ja, dann ist das hinzunehmen und dann ist vernünftige Politik zu machen. Aber man lernt ja, wer CDU-CSU wählt, kriegt eine linke Partei ja. Oder Grüne, na Grüne ist ja sowieso linker wie links. Aber man sieht es ja, schaut auch halt Sachsen und Thüringen an, was möchten die machen, Neuwahlen oder wie auch immer. In Thüringen stellt sich der Vogt hin mit 8% oder 9% weniger als der Höcke, dann stellt er sich hin und sagt, er ist der Wahlgewinner, er kriegt den Auftrag als Ministerpräsident. Mhm. Und jetzt möchte er mit allen linken Parteien, also CDU-CSU, BSW, SPD und Linke, müssen zusammengehen, dass gegen die einzige AfD, die da noch im Parlament vertreten ist, also 5 Parteien, müssen 4 zusammengehen, anstatt dass das umsetzen lassen, was der Wählerwille will. Und der Wählerwille will eine rechte Politik haben. Das ist einfach einmal so. Und da können sie hängen da drin. Ich meine, wenn da Mehrheit links fällt, dann muss ich es auch akzeptieren. Aber die CDU-CSU akzeptiert es nicht. Warum? Der Merz ist BlackRock, BlackRock schafft an und BlackRock braucht den Krieg in der Ukraine. BlackRock braucht den komischen Klimawandel, weil die haben da sehr viel Geld investiert in die genau. Windräder. Da haben wir eh noch extra Video haben wir gesagt. In die Windräder, in die ganze erneuerbaren Energiekrampf da. Und das ist die ganze Geschichte dahinter. Nicht, dass der Merz irgendwie Politik machen darf für einen Landwirt vor Ort, für einen Handwerker vor Ort, für einen Einzelhändler vor Ort. Nichts. Nur fürs Kapital, nur für BlackRock, Vanguard, dritten weiß ich nicht, 3 große muss es geben, aber BlackRock und Vanguard haben auch die zwei überhaupt großen. Und ich erkläre es immer den Leuten, ja, wie kann denn das sein? Beispiel, in Deutschland haben wir 16 Millionen, ein bisschen mehr, Hektar landwirtschaftliche Fläche. Und wenn man übers Land fährt, ist 6 viel landwirtschaftliche Fläche.
BlackRock allein hat in der Ukraine über 19 Millionen Hektar gekauft. Und BlackRock ist übrigens zuständig für den Aufbau der Ukraine nach dem Krieg. Je mehr kaputt ist, desto mehr kann ich verdienen. Naja, du hast ja die BlackRock in der Regierung und in der Opposition. Ja, ja klar, du hast es ja überall. Mit den Kräner hast du es ja da auch. Und den Weidler, der gestern so schön benannt, den Merz als Ersatz Scholz. Ja, das hat sich ja wirklich ganz genau getroffen. Aber wie gesagt, mit der ganzen Regierungsbildung, momentan haben sie ja schon ein Problem mit unseren 10%. Jetzt wenn wir dann erstmal nach der Neuwahl, wo wahrscheinlich im Februar der Fall sein wird, mit 20% einziehen, ja, dann wird das richtig schwierig. Und dann werden so einige Absurditäten passieren an Koalitionen und so weiter. Dann mal schauen, ob dann diese Brandmauer noch sein kann. Wahrscheinlich wird es dann passieren, dass die CDU-CSU mit der SPD wieder so eine pseudo-große Koalition, ob es dann noch groß ist, wahrscheinlich das, das wissen wir nicht. Wahrscheinlich werden sie es dann machen, aber das wird ja dann wirklich immer absurder und dieses ideologische Politikmachen wird irgendwann einmal zusammenbrechen und es wird am Geld scheitern, es wird uns das Geld ausgehen, es wird dann irgendwann mal wieder die Marktwirtschaft sich durchsetzen und wenn die Marktwirtschaft sich wieder durchsetzt, dann kommen wir wieder auf den richtigen Dampfer und dann haben auch wir wieder im Spül und wir werden wahrscheinlich, wenn wir einmal an der Regierung sind, wieder das Land wieder nach vorne bringen, indem eine richtige Realpolitik gemacht wird, billige Energie, die ganze Bürokratie weg, diese ganze Genderei weg, dieses Selbstbestimmungsgesetz zeigt es weg, diese ganzen Ökosteuern und alles, was uns hemmt, was uns einfach uns die letzten Atem zum Schnaufen nimmt, der Wirtschaft den letzten Atem nimmt, das muss einfach weg und das geht einfach nur mit der starken AfD und ich kann bloß hoffen, dass die Leute das immer mehr verstehen, dass so nicht weitergeht. Ja, und das Schlimme ist zum Schluss noch, das Land geht vor die Hunde. Das muss ja an jedem klar sein. Ich kann Ihnen erklären, warum. Wir haben eigentlich pleite. Gutes Beispiel, die Direktzahlungen werden von den Ländern vorfinanziert. Bayern hat immer am Jahresende ausgezahlt, jetzt zahlen sie erst im Februar aus. Sachsen hat immer im Februar ausgezahlt, sie wissen noch nicht, wann sie auszahlen können. Und dann haben sie das Geld von der EU zurückgekriegt. Also da merkt man, dass sie pleite haben. Aber was mich noch mehr aufregt, das Land geht vor die Hunde und die CDU-CSU stellt da die Arbeit ein. Obwohl, dass man wirklich vernünftige Gesetze, man stimmt ja nicht mit alles überein. Aber du hast wichtige Themen angesprochen, die kann man jetzt die nächsten 3 Monate über die Bühne bringen. Und wenn es danach vielleicht kein Schwarz-Blau oder Blau-Schwarz-Blau, Schwarz war mir lieber wie Schwarz-Blau, gibt, ja gut, aber dann hat man zumindest die wichtigsten Gesetze, wie vernünftige Energie, Kernkraft, Kohle, Gender-Gaga und den ganzen Blödsinn, den hätte man dann schon durchgebracht. Und das finde ich halt extrem verlangst von der CDU-CSU, dass sie das so deren und sich speien wird, damit der Zukunft unserer Bevölkerung. Ja. Und Wohlstand gibt es wirklich nur mit billiger Energie und egal, über was wir da diskutieren, es dreht sich nur um das eine, es dreht sich um billige Energie. Ja. Weil in jedem Drum, was man besitzt, was man kauft, was man sich anschafft, was man nutzt, steckt die Energie, der Preis der Energie drin, mit der es hergestellt worden ist. Ja. Und nur so sind wir konkurrenzfähig am Weltmarkt und wir werden mit diesen Energiepreisen, mit diesen Preisen für dieses Fracking-Gas aus Amerika, was 5-fache kostet, werden wir nie irgendwann einmal eine Wirtschaft darstellen können, die rentabel läuft, die konkurrenzfähig ist. Und wir werden, es wird uns nichts anderes übrig bleiben, dass die Themen, die wir in das Parlament bringen, dass sie die durchsetzen. Und es war eben vielleicht passiert jetzt, wenn die CDU-CSU diese Kernenergie, den Kernenergieantrag nicht von der Tagesordnung kommen hätte, hätten wir ja vielleicht eine Chance gehabt. Aber ich finde das katastrophal. Ja. Und deswegen gibt es nur eins, AfD, oder? So ist es. Nur wir haben Verstand. Es ist leider so. Wir kommen alle aus der Wirtschaft, wir wissen bewusst, dass wir reden. Wir haben alle mit eigener Hände Arbeit unser Geld verdient, unseren Wohlstand aufgebaut, das Häusl abgezahlt damit, Kinder gekriegt, du schon Enkelkinder. Wir sind doch nicht dumm. Wir haben alle irgendwann einmal jetzt da und wir wissen bewusst, dass wir reden. Aber die Union ist echt, ehrlich, mir regt das so viel auf jetzt die Tage. Es ist immer so komisch, wenn du so grüne junge Damen
am Puls sitzt und die haben keinerlei Erfahrung in Sachen Wirtschaft, die haben keinerlei Erfahrung in einem Berufsleben, die haben noch niemals selber irgendwelche Krisen durchstanden, finanziell, beruflich und so weiter. Und wir, weil wir wirklich ein Leben hinter uns haben, wir haben ja alle relativ spät in die Politik gekommen, jeder hat, was der Bro gesagt hat, schon vieles geleistet. Ich habe selber 44 Berufsjahre hinter mir. Man sieht das alles in einem ganz anderen Licht und mit dem halt diesen jungen Leuten, die da ideologisiert von der Schule kommen, nicht die Deutungshoheit überlassen. Und das meinen einfach die Leute merken, dass die uns nicht gut tun. Nein. Einfach wieder vernünftige, langweilige, bürgerliche Politik und dann funktioniert es wieder, oder? So schaut's aus. In dem Sinne sehen wir uns hoffentlich bald wieder, wir wissen es noch nicht. Ich wünsche Ihnen jetzt Enker Stefan. Servus, pfiat euch miteinander.